Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Cooking Diary. Ja, wir haben ja leider die letzte Folge nicht zeigen können oder ich habe es euch nicht zeigen können. All dieweil, ja, da an dem Tag hatte ich dieses nette kleine Tonproblem. Und ja, man kann es voll knicken, voll vergessen. Demzufolge habt ihr ein bisschen was nicht miterlebt. Ich bin nämlich leider, was heißt leider? Eigentlich ja Gott sei Dank, ja, von der Bäckerei ins Kino gewechselt. Ja, das heißt, wir gucken hier nochmal rein. Hab hier natürlich noch nicht alles fertig, ne? Aber, oh Gott, nimm dein Päckchen. Was? Was habe ich denn hier jetzt noch bestellt gehabt? Oh, Entschuldigung. Ein Herd und noch verbesserte Getränke. Ja, super. Ja, hier hatte ich ja noch ein bisschen versucht, nachzuholen, das, was mir noch fehlt. Aber ja, das mit dem Zeitfenster ist immer so eine Sache. Ihr seht, ich habe es bis Level 51 gespielt. Das heißt, ich konnte dann wechseln ins Cinecafé und habe das dann natürlich auch in der Folge, die ihr nicht gesehen habt, gemacht. Das heißt, da fehlt uns dann der Anfang. Und ja, ich denke mal, hier im normalen, also in der Konditorei, werde ich privat das mal weiterspielen und ein bisschen vor mich hin suchten, ja. Ich denke, wir gucken uns eher an, wie es denn bei den anderen, also hier jetzt weitergeht, ne. Da können wir doch auch gleich mal so ein bisschen was, ja. Also das tut mir ganz, ganz dolle leid, aber der Ton war echt so schlecht, dass ich gesagt habe, ne. Und dann kamen wieder andere Sachen dazwischen, dass ich denn nicht aufnehmen konnte. Also war die Folge, beziehungsweise waren sogar zwei Folgen für ein Po. Leider, leider, leider. Ja gut, hier können wir ein paar andere Sachen herstellen, ne? Ja, das mit den Erfolgen ist klar. Ja, das heißt, hier müssen wir denn diese, ja, wie heißen sie denn jetzt? Habe ich natürlich vergessen, ne? Erfolgsfenster ab und achte lieber mal. Warte mal, das machen wir mal hier. Goldener Tee und Kaffee, verbessere dein Heißgetränk. Ja, in der Konditorei, alles klar. Hier muss ich auch noch ein bisschen was machen. 1000 Minuten, ja, das ist doch kein Problem, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch bald hin. Also, ja, warum nicht, ne? Kann man doch mal machen. Ja, also wie gesagt, im Cinecafé. Ja, leider dann auch storytechnisch ein bisschen vorweg, aber ich denke, das klärt sich jetzt im Verlauf von ganz alleine auf. Ja, ich habe hier den Spender schon mal aufgebessert, weil ich finde, das mit den Getränken ist immer irgendwie sehr, sehr wichtig, ne? Dass man da das ziemlich schnell macht. Und das würde ich sogar... Ne, nicht die Getränke, sondern den Getränkeautomaten... Den würde ich ganz gern gleich aufbessern. 4 Stunden. Das heißt, dann ist er vielleicht in einem der nächsten Videos fertig. Ja, erste Fritteuse. Gut. Gut, damit komme ich eigentlich noch ganz gut klar. Jetzt überlege ich, kaufe ich mir ein Tablett? Ich nutze die immer so selten, ja. Getränke. Da gibt es ein bisschen mehr Geld für. Hier gibt es dann auch ein bisschen mehr Geld für. Komm, dann machen wir mal das, was uns empfohlen wird. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen. Ein Tablett empfiehlt er mir auch. Oh ja, na das ist ja nett. Habe ich nicht mehr genug. Jetzt, ach, 4er habe ich noch, alles klar. Schädliche Software. Ja, ich glaube nicht, dass mein Computer schädliche Software hat. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Ja, ich habe mich also schon bis... Level 3 durchgespielt, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mit Johnny, der ja so ein bisschen an seinem Ego arbeiten muss in dieser aktuellen Questlinie und das kriegen wir aber doch noch im Nachhinein, erläutere ich euch da noch ein bisschen mehr. Also auf geht's ins Level Nummer 4. Aufi, aufi, verdiene 450 Münzen und 4-mal exzellente Bedienung. Ja komm, dann nehmen wir doch mal hier.
Du möchtest Pommes, kriegst du. Ist gar kein Problem. Ein rotes trinken. Also das muss ich jetzt wieder kommentieren. Du gehst dahin. Du möchtest derlei Dinge haben. Auch kein Problem. Bitteschön. Dann geh schon mal da hoch. Wunderbar. Okay, das hätte ich ja mal... Ach, wie heißen die denn jetzt? Oh, war ja. Ich gucke gleich mal nach der Quest nach. Oh, Moment. Hier ist was fertig. Da können wir gleich mal das nächste reinmachen. Bitteschön. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Glaubst du es denn? Ich komme da nicht drauf. Nachos, sowas. Das können wir gleich mal anmachen. Das kannst du schon mal kriegen. Dann gehen wir hier hoch. Und dann... Ja, mach mal gleich mal das nächste Startler. Oh nein, jetzt habe ich das falsche Trinken. Ich hätte doch das Tablett nehmen sollen, vielleicht. Na, macht ja nichts. Oh, mal schnell da hoch und dann kriegst du das Trinken. Ja, bitteschön. Ich hätte hier ein nettes grünes Getränk. Na, das ist ja wunderbar. So wünsche ich mir das mit Pommes. Bitteschön, dankeschön. So, dann hätte ich hier... Nein, du möchtest sowas. Naja, auch das ist doch kein Problem. Na, ganz toll. So, dann machen wir es so. Und guck mal hier, das können wir noch mitnehmen. Dann holen wir das ab. Dann kriegst du dein Getränk auch. Ja, kommt hier noch jemand? Hallo? Wollen wir hier mal sowas reinhauen? Ach, brauchen wir gar nicht. Naja, gut, macht ja nichts. Yay! Level geschafft. Wie heißt denn man das? Glaubst du es denn? Ich habe was freigeschaltet. Na, das ist ja toll. So, Andy Theorius. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Andrew Martin Theorius der Dritte. Aber du kannst mich Andy nennen. Ich bin ein Erfinder, Schöpfer und Fabrikant. Ja, ich habe ein Konzeptfahrzeug entwickelt, das mit einem gewissen Typ von Öl läuft. Und zwar auch mit gebrauchtem Öl. Ich nenne es das Oleomobil. Oh, das klingt wirklich interessant, Andy. Aber ich brauche kein Transportmittel. Ich wohne in der Nähe. Ja, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich suche nach einem Investor, nicht nach einem Käufer. Jemand, der mir helfen kann, die epochale Erfindung Wirklichkeit werden zu lassen. Okay. Zweite Fritteuse. Ja, komm, das können wir mal machen. Man weiß ja schließlich nie. Ja. Interessanter Vorschlag. Ich werde es mir überlegen. So, warten Sie mal ab. Wir gucken jetzt hier mal Würstchen. Ja, die heißen doch aber anders. Die heißen nicht Würstchen. Na, dann sind es Würstchen. Dann sagen wir einfach Würstchen dazu. Glaubst du es denn? Na, macht nichts. Oh, weia. Komm, nichts in den Müll. Gleich nächstes Level. Go, go, go. Wir haben eine neue Zutat. Den Salat. Na, das ist ja ein Traum. Ja, Pommes, sowas, 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 was Grünes, bitte, mit Salat, einmal neu, dann möchtest du Nachos und, ja, sowas, Entschuldigung, ich habe mich ja vertan. Ja, Moment, es geht gleich los, auch Sie kriegen, ja, ich hätte hier gerne, ja. Ja, genau so. Hallo, ich besuche mich schon wieder selber. Bin ich nicht nett? Wunderbar. So, guck mal, dann machen wir hier was Grünes. Holen hier mal das Würstchen raus. Ja, Pommes, Nachos und ein leckeres Getränk. Ja. Und ein solches, auch dann hätte ich ja gleich noch mehr mitnehmen können. Na gut, macht nichts. Auch das kriegen wir hin. So, bitteschön, die Dame. Ja, komm, das kriegen wir noch hin, zeitlich. Auch kein Problem. Einmal bitte hier, danke. Geh schon mal hier runter am besten.
Rotes Trinken müsste er haben. Geschafft. Ich finde die Musik irgendwie total cool. Ist ein bisschen stressig, aber ja, es wird. Was kriegt man jetzt Schönes? Yeah! Jetzt habe ich 4,5 Stunden freie Spielzeit. Oh je. Auweia. Naja, ist doch schön. Was haben wir jetzt hier? Oh Gott. Oh oh. Achso, das Salat. Ja, okay. Ja, bisher habe ich nur das Konzept, aber mit einer kleinen Finanzspritze könnte ich schon sehr bald die ersten Ergebnisse präsentieren. Wir stehen kurz vor dem bedeutendsten wissenschaftlichen Durchbruch der letzten 100 Jahre. Dann wird die Akademie der Wissenschaften von Tasty Hills meine Fähigkeiten endlich anerkennen. Na schön, Andy. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber ich darf dann auch mal damit fahren, ne? Ja, aber sicher. Solange du einen Doktorgrad in Physik hast, Averia, das ist die minimale Voraussetzung. Ja, ist klar, ne? Eine 2D-Fritteuse. Wuhu. Sehr gut. Und plopp. Da ist das gute Teil. So, jetzt soll ich die Zutaten... Ach, gibt mehr Geld. Okay, machen wir. Ist doch kein Problem. Guck mal, hier habe ich schon wieder was. Ja, gut, gut, gut. Bediene Gäste. Muss ich noch ein bisschen? Kriegen wir alles hin? Na Mensch, das läuft doch, wa? Ich würde sagen, für eine Runde reicht die Aufnahmezeit noch, ne? Aufi, aufi. Jep. Auch dieses machen wir. Ja, wenn ich jetzt wüsste... Wenn ich das jetzt wüsste, einmal grün, dann brauchen wir dieses. Dann brauchen wir so, dann machen wir so, einmal mit Salat hätte er das gern. Guck mal, aber Pommes kannst du schon mal kriegen. Das ist doch mal kein Problem. Ja, warte, ich mach mal hier so kurz. Ach, jetzt habe ich es mir nicht gemerkt, das ist wieder so ein unentschlossener Mann. Oh. Nachos und irgendwas war es doch noch. Sag mal. Ach komm, hier ein grünes Getränk möchte er. Einmal dieses. Wunderbar. Und einmal grünes trinken. Hervorragend. Einmal bitte neu. So. Nachos und sowas. Ist doch auch kein Problem. Einmal hierhin. Dann brauchen wir dieses nette Getränk. Slushy sicherlich soll das sein, ne? Pommes und einmal ein grüner Slushy. Ich vermute es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Pommes und Nachos, Pommes und Nachos. Oh, du möchtest das gerne mit Tomaten. Bitteschön. Auch das. Ja, 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 ja. Und bitteschön. Yay, geschafft. Irgendwie verwende ich nie meine Booster. Vielleicht sollte ich das irgendwann mal tun. Aber wir heben die mal lieber auf. Oh, was ist denn das? Eine Reibe. Ach du lieber Himmel. Grandios. Ich kann jetzt schon vor mir sehen, wie meine neuen Oleo Mobil durch die Lüfte rauschen. Ah, mobile wahrscheinlich. Wie die mächtigen Götter der Antike. Wie bitte? Okay, ich muss schon zugeben, sich mit Höchstgeschwindigkeit aus dem Staub zu machen, ist perfekt, um nervigen Fragen auszuweichen. Okay, Wissenschaft und Wahnsinn. Sehr gut. Gut, 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 gut. Ja, sehr schön. Dann haben wir es schon mal auf Level 6 geschafft. Ich hoffe, der Ton in dieser Aufnahme ist konstant gut geblieben. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge ziehen wir hier knallhart weiter durch. Wir wollen Level schaffen. Ja, so richtig Level.
dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.